So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator Community Builds. Und nachdem wir letztes Mal hier schon den PC von Monte nachgebaut haben, bauen wir heute mal wieder einen YouTuber-PC. Und bitte schlagt mich nicht, falls ich den Namen falsch ausspreche. Wir bauen heute den PC von dem guten Cyan. Ich hoffe, das war wenigstens annähernd richtig. Erstmal Props an ihn dafür, dass er sehr, sehr detailliert alle Hardware aufgelistet hat, die in seinem PC ist. Das machen wirklich die allerwenigsten Leute. Große Props dafür. Und bevor wir den PC bauen, möchte ich natürlich wie immer nochmal darauf hinweisen, dass ihr selbst PCs einreichen könnt, egal ob euer PC oder ein PC von einem YouTuber oder Streamer. Ihr könnt entweder mir den PC in die Kommentare schreiben oder natürlich, und das ist noch viel besser, über Discord einreichen. Dann ist das ein bisschen besser sortiert. Den Link zu Discord findet ihr auch in der Videobeschreibung und dort könnt ihr euch auch mit ganz, ganz vielen anderen Leuten, die Hardware interessiert, unterhalten. Aber jetzt würde ich sagen, beginnen wir erstmal mit dem PC-Build und tatsächlich das erste und große, was bei dem PC nicht drin war, was ich nicht so ganz nachbauen konnte oder nicht bekommen konnte hier im Spiel, war das Case, denn das ist in dem Fall ein Case von Fantex, und zwar das Fantex Lux Tempered Glass. Und das gibt es hier leider nicht im Spiel. Es gibt keine Fantex-Gehäuse. Ich habe mich dann, um nicht hundertprozentig nur was die Looks angeht, aber was auch an was auch andere Sachen betrifft, zu denen wir gleich noch kommen, letztendlich dann für ein Be Quiet Dark Base 700 entschieden. Wir kommen gleich dazu, wieso dieses Case, und ja, das ist auch gigantisch, das Fantex Case ist das aber auch. Und zwar haben wir einfach hier in diesem Case sehr, sehr viel mehr Platz für Lüfter und Ähnliches als in den meisten anderen Cases hier im Spiel. Die hier kommen erstmal raus. Und jetzt müssen wir mal schauen, was der gute Cyan so in seinem PC drin hat. Und zwar beginnen tun wir hier erstmal, wie meistens, mit dem Netzteil. Das ist in dem Fall ein Corsair AX1200. Das braucht man jetzt auch nicht zwingend für diesen PC oder für irgendeinen PC. Außer man hat vielleicht zwei Grafikkarten. Wohl auch dann ist es jetzt auch nicht zwingend notwendig. Muss mal schauen, gibt's. Oh, es gibt das 1200 sogar gar nicht. Wow, das wusste ich gar nicht. Nehmen wir einfach mal das EVGA Supernova. Ist auch ein gutes Netzteil. So. Machen wir hier hinten mal zu und dann kommen wir zum Mainboard. Da mussten wir tatsächlich auch auf eine andere Sache ausweichen, denn er hat das Asus TUF X299 Mark II. Es gibt aber leider nur das Asus TUF X299 Mark I. Ist jetzt nicht unglaublich ein Drama oder so. Haben wir jetzt einfach das genommen. Das tut uns jetzt auch keinen Abbruch an oder sowas. Damit kommen wir auch schon zu CPU und das ist ja natürlich Intel Extreme Series, wer hätte es gedacht. Ein Intel Core i9-7920X, ja wie gesagt, er ist ein bisschen in die Tage gekommen mittlerweile, aber er ist jetzt auf jeden Fall auch keine schlechte CPU. Klar, 12 Kerne, 24 Threads kriegt man bei AMD mittlerweile auch schon bei einer ganz normalen Ryzen CPU und hat damit ein sehr, sehr viel besseren, ein sehr, sehr viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ist halt, wie gesagt, ne, eine CPU, die schon ein bisschen länger hier in dem PC schlummert wahrscheinlich. Und das ist der Grund dafür, dass die eben verbaut ist und kein Ryzen. Damit kommen wir auch schon zu dem RAM. Und das ist G-Skill Trident Z-RGB mit 4000 MHz jeweils, 8 Riegel, insgesamt dann halt 64 GB. Sehr schön, kann man auf jeden Fall gut machen und sieht am Ende auch ganz schick aus. So, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das Fantex-Gehäuse einen Vertical Mount hat. Weißt du was, wir bauen jetzt tatsächlich einfach mal die Grafikkarte tatsächlich auch vertikal ein, wenn es schon geht. Und das ist in dem Fall eine 2080 Ti von Gigabyte und im Fall von Cyan ist das die 2080 Ti Windforce OC, also die etwas günstigere 2080 Ti. Die gibt es hier leider aber nicht im Spiel, deswegen haben wir eine andere 2080 Ti von Gigabyte, nämlich die Aorus Extreme 11G.
Die sieht übrigens auch deutlich schicker aus. Aber sieht halt auch, ich glaube, ein gutes Stück sogar teurer. Nicht nur ein bisschen. Ein gutes Stück. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo hier die ganzen Lüfter sind. Und zwar genau. Also, der Gute hat eine AIO tatsächlich, die das Ganze kühlt. Hat sich hier auch klugerweise an Be Quiet gehalten. Und hat deswegen eine Sideloop 360 hier vorne. Hier hinten hat er keinen Silent Wings 3, sondern einen Pure Wings 2. Und zwar auch keinen, keinen 140er, sondern 120er. Aber er hat auch drei weitere 140er, nämlich hier oben. Und zwar auch alles Pure Wings 2. Ist ein PC, der tatsächlich sogar so vergleichsweise simpel ist, dass man ihn auch selbst theoretisch nachbauen könnte. Insofern, also keine krasse Kastenwasserkühlung oder sowas, die alles viel komplexer macht. Und mir fällt gerade auf, dass ich die M2 vergessen habe. Also er hat seine SSDs auch sehr genau aufgelistet, hat dabei leider aber vergessen hinzuschreiben, was für SSDs das jeweils sind, beziehungsweise ne, ist es eine M2 oder ist es irgendeine andere SSD. Dafür hat er aber hingeschrieben, wofür er sie verwendet. Das ist auch okay, aber es ist halt nicht so hilfreich. So, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das eine M2 ist, eine 1TB M2 SSD, und dann hat er geschrieben, er hat noch eine 500GB SSD für Spiele und jeweils noch eine 2TB HDD für seine Aufnahmen und noch eine 2TB HDD für Musik, beziehungsweise nicht eine HDD, sondern eine SSHD. Aber die gibt es nicht im Spiel, deswegen habe ich mich letztendlich dafür entschieden, dass wir an der Stelle einfach unser Bestes tun und einfach eine 4TB HDD da rein tun. Ganz ehrlich, SSHDs verwendet heute niemand mehr aus guten Gründen, sie sind halt ein bisschen gefloppt. Und als 500GB SSD kommt hier eine Gigabyte UD Pro rein. So. Damit hätten wir das. Und dann haben wir hier nochmal kurz die PCI-Verkleidung dran und müssen dann nochmal aufmachen dafür. Weil das ein Case ist, was an der Stelle zumindest nicht gut designt ist. Ich hasse Cases, bei denen man da wieder aufmachen muss für. So, dann können wir noch einen USB-Stick reintun und dann läuft das gute Stück auch schon. Und ihr seht, dass es jetzt nicht ein PC, der 100% irgendwie auf Lux aus ist. Ja, er hat ein bisschen RGB-Beleuchtung, aber ich vermute, er ist schon eher performance-orientiert als RGB-orientiert. Wie zum Beispiel an den Lüftern ja erkennbar ist. Und an der AIO, die auch eine Be Quiet Lüfter hat. Insofern, das soll eher ein Silent PC sein, der nicht so sehr stört, als dass er unglaublich viel leuchten muss. Wir lassen ihn natürlich trotzdem leuchten. Und ich habe übrigens auch unter anderem das Darkbase 700 genommen, nicht irgendwie ein Darkbase 900 oder sowas. Aus dem Grund, weil das Fantex-Gehäuse tatsächlich auch RGB-Beleuchtung hat und dieses Case hier auch. So viel Detail muss sein. So, jetzt probieren wir noch ein bisschen über Takten. Das sollte hier ja durchaus drin sein. Und wir gucken mal, wie viel die Hardware hier mitmacht. Das ist zu viel. So, ich würde gerade schon mal ein bisschen bei CPU machen. Und beim RAM. Gut, den müssen wir jetzt nicht zwingend weiter übertakten. Ich meine, wir können über die 4133 das Maximum. Dann bleiben wir sogar gerade einfach mal dabei. Hier probieren wir mal 4,5. Wieso nicht? Oh, 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 das muss ich schnell runterdrehen, sonst geht er gleich wieder zum Bluescreen. Sekunde, machen wir hier noch ein bisschen weniger und hier ein bisschen mehr.
Okay, kein Thermal Throttling, auch wenn wir sehr an der Grenze sind. Wir erreichen hier schon die 100 Grad teilweise. Dann würde ich vielleicht auch mal nicht unser Glück weiter pushen, indem wir weiter bei der GPU übertakten, sondern lass einfach mal 3D-Mark drüber laufen und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt. Also ich muss auf jeden Fall sagen, es ist ein sehr, sehr gut nachvollziehbarer PC. Auch wenn ich vielleicht keinen 2TB SSHD drin hätte, aber ne, die waren auch mal in eine kurze Zeit lang. Und wenn man halt genau in dem Moment einen PC gebaut hat, dann hatte man halt vielleicht einen drin. Aber sonst ist alles eigentlich sehr gut nachvollziehbar, wieso was drin ist. Klar, vielleicht hätte man jetzt nicht 4000 MHz RAM gebraucht, aber ist jetzt halt auch okay. 2080 Ti hätte ich an der Stelle zu dem Zeitpunkt auch gemacht. N7920X, du hattest nicht wirklich eine Alternative dazu bei AMD oder so. Also insofern macht alles Sinn. Also klar, ein 1200 Watt Netzteil war jetzt auch nicht zwingend notwendig, aber kann man schon machen. Vielleicht waren da auch irgendwie mal, was weiß ich, 2080 Ti's oder so, 2080 Ti's oder sowas drin. Dann hätte man vielleicht so, was weiß ich, 800, 900 Watt halt schon gebraucht. Mir fällt übrigens jetzt erst auf, dass das eins der aktiv gekühlten Mainboards sogar ist. Hier, kleine Lüfter. So, 80 FPS, klar, ist jetzt nicht top of the line, aber ist halt auch nur eine luftgekühlte 2080 Ti. Mit einer wassergekühlten hätte man da natürlich nochmal ein gutes Stück mehr rausholen können. Aber 90 FPS im ersten Test, 80 im zweiten, knapp 45 im CPU-Test. Kann ich mich eigentlich nicht drüber beschweren. Und wow, das ging echt schnell, diesen PC zu bauen, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte nicht wirklich großartig was dran auszusetzen. Ich habe eigentlich nur viel Positives zu sagen, abgesehen davon, dass der PC mittlerweile halt nicht mehr wirklich viel Sinn macht. Mittlerweile kann man da eine 5950X von AMD nehmen oder ein 5900X. Dann macht man noch eine 3080 oder, falls man sie sich leisten will und kann, eine 3090 rein. Eine 4x16 GB RAM hat man auch 64 und dann ist man auch bei einem sehr, sehr soliden PC, den man dann auch in ein bisschen kleineres Case reinquetschen kann, was weiß ich, in Fractal Design Meshify C oder in Lianli PCO11 Dynamic. Ne, dann hat man es ein bisschen kompakter und so weiter und so fort. Aber ist an sich total okay und vor allem für den Zeitpunkt, von dem ne, die Hardware teilweise halt ist, ist das ein super PC, an dem ich nichts auszusetzen habe. Props gehen dafür auf jeden Fall auch nochmal raus. Neben dem Fakt, dass er, wie gesagt, alles genau aufgelistet hat, was auch schon sehr, sehr nice ist. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wie gesagt, reicht mir gerne euren PC ein oder auch ja, vielleicht einen PC, den ihr euch selbst wünschen würdet, irgendwann mal zu haben. Desto besser ich ihn hier im Spiel nachbauen kann, desto höhere Chancen habt ihr, dass euer PC auch in einem Video landet. Denn ich werde natürlich versuchen, so gut wie möglich die PCs nachbauen zu können. Aber wenn halt die Hälfte der Hardware hier nicht drin ist, dann ist das halt ein bisschen blöd. Deswegen nehme ich da erstmal die anderen PCs. Das kann ich mir mittlerweile erlauben. Dank den ganzen tollen Einreichungen von euch allen Leuten. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch dieser Part hier gefallen hat. Und natürlich auch gerne ein Abo, um den nächsten Part nicht zu verpassen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal hier bei PC Building Simulator zurück. Auch gerne bei Community Builds oder bei einem anderen Let's Play hier auf meinem Kanal. Bis dann und ciao.